Seewetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier aus Hannover, aus dem Studio 7 von H1. Sitzen wir wieder und haben den Club der Roten Dichter geöffnet. Für euch, für Sie, für alle, die reden wollen über das Wunder vom Wochenende, über das grandiose Ereignis vom Samstag, von der Nachspielzeit. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, die Spatzen haben es von den Dächern gesungen. Es wurde gestern in Hannover mit einer großen Parade gefeiert. Wir haben ein Tor geschossen. Ja, wir haben ein Tor geschossen und nicht nur einfach so, sondern wir haben auch noch ein Tor ausgerechnet schießen lassen von Florent Muslea. Und wir wollen hier wirklich die Ersten sein, die sagen, wir haben immer an ihn geglaubt. Wir haben immer gesagt, Florent Muslea, wenn der reinkommt, dann läuft's. Am Samstag saß ich noch mit einem Kollegen aus der Redaktion vor dem Fernseher und Florent Muslea wurde eingewechselt. Und ich habe zu ihm wörtlich gesagt, der wird das Tor machen, der wird das Glück bringen. Okay, ich gebe zu, es waren nicht ganz die Worte, die ich gewählt habe. Es ging latent sogar in eine etwas andere Richtung. Aber ich habe gesagt, er darf mich gerne Lügen strafen und das hat er getan. Und darüber wollen wir uns heute freuen. Darüber freue ich mich hier mit Robin. Hallo, grüß dich. Hallo Matze, grüß dich. Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir auch irgendwie noch eine Verbindung haben nach, vermute mal irgendwie so nach Wales und nach Köln. Heute ist es tatsächlich Köln, habe ich gehört. Da sind sie, alle beide. Hallo, ich grüße euch. Stanley und Niklas, hallo. Na? Na? Alles gut? Alles gut? Habt ihr schon mal alles sehr gut, ja. Habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke gekauft? Nee, so weit bin ich noch nicht. Das mache ich immer auf den letzten Drücker, aber nee, sonst ist alles super. Alles prima, das ist schön. Ich weiß nicht, was Stanley da gerade macht. Ich habe eine kleine Rugbyball nur für Robin mitgebracht. Ach, das ist ein Rugbyball. Okay, ich danke, Stanley. Ich habe es für eine Sparbüchse gehalten. Okay. Du hast an mich gedacht. Danke, Stanley. Und dann gibt es unsere Sendung ist ja immer eine bunte Tüte, aber nun gibt es seit heute auch noch die Aktion Bunte Tüte. Das heißt, Hannover 96 verkauft in ganz Hannover bunte Tüten und das Ganze für einen guten Zweck. Und heute wurden tatsächlich am Kröpke 500 Stück verteilt. Wir waren natürlich zu spät, aber egal. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt keine echte 96 bunte Tüte, aber falls Sie nicht wissen, was das ist, ungefähr so wird sie aussehen. Ne? Also das ist nur für Sie ein Fall, dass Sie sich irgendwie in den nächsten Tagen überlegen. Tatsächlich ist es so, Sie brauchen auch jetzt noch gar nicht loszugehen, weil an den Kiosken, ich habe gerade noch einen gefragt, der nichts mit der Aktion heute zu tun hatte, die haben alle noch gar keine bunten Tüten scheinbar gekriegt. Also da ist 96 mal wieder ein bisschen langsamer als die Presseabteilung. Aber irgendwann in dieser Woche werden vermutlich bunte Tüten bei den Kiosken anlanden und dann können Sie dort nur noch die von 96, vielleicht ist dann auch noch ein Aufkleber drauf, kaufen und eine gute Sache tun. Und jetzt wollen wir auch eine gute Sache tun und über dieses grandiose Spiel, dieses Unentschieden, das wie drei Siege war, feiern. Ich frage erstmal unser Traumduo im Ausland. Was sagt ihr denn? Wie hat euch denn dieses Spiel gekriegt? Oh. Ja, Stanley, fang an. Ihr seid beide im Ausland. Du bist die Intellektuelle und du wohnst nebenan in Düsseldorf. Von Düsseldorf, du wohnst jetzt in Köln, so du kannst gerne reden von der anderen Seite der Rhein. Das stimmt. Wie wurde es in Köln aufgenommen, das Spiel? Es wurde von Timo Hübers besonders gut, der ja mittlerweile auch angekommen ist. Weiß ich nicht. Also ja, war schön, dass da noch ein Punkt bei rausgesprungen ist, würde ich sagen, oder? Mhm. Und natürlich Florent Muslia, also letzte Woche haben wir, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, wir hätten es alle sagen können, du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn der reinkommt, der macht ja nie ein Tor. Das könnte durchaus nicht gewesen sein, ja. Und, it was Robin. Robin is Robin, war das. Und wir aber wie gesagt, wir hätten es alle gesagt. Ich habe es gesagt. Du hast es gesagt, ne? Ja. Darf ich etwas dazu sagen? Ihr müsst das wissen, dass jetzt 79 Einsätze. Er hat jetzt 10 Tore geschossen und eine Assist in 80 Spielen. Eine grandiose Quote ist das. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zur knallharten Analyse. Und die macht nämlich jetzt unser erster Anrufer, der schon reingestellt ist. Das ist der Carsten. Der müsste schon in der Leitung sein. Hallo Carsten, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ja, wir haben das Spiel ja jetzt schon zur Genüge abgefeiert, deswegen jetzt erstmal an dich die Frage, was war in deiner bunten Tüte und wie fandest du das Spiel? Carsten? Also, ja. Ja? Also, die Schule kam ein bisschen verspätet hier an. Ach so. Also ich finde, es waren erstmal wieder verschenkte erste 45 Minuten, wo mal wieder gar nichts ging, ne? Und wo man dann am Ende glücklichen Punkt mitnimmt. Ne? Natürlich ein super Tor, gar keine Frage, ne? Ja. Aber ein Spiel dauert immer 90 Minuten und ich finde, wenn man regelmäßig 45 Minuten davon herschenkt, dann wird man sich in der zweiten Liga nicht halten können. Ne? Das ist meine persönliche Meinung. Woran liegt es? Wieder mal wirklich, das war sehr enttäuschend, ne? Es war mal wieder eine sehr defensive Aufstellung, mal wieder nur mit einem Stürmer. War die Ausstellung aber jetzt tatsächlich, ich frage mal ganz kurz, warte mal kurz, Stanley, war die Ausstellung sehr anders als das Spiel vor 2 Wochen gegen Düsseldorf? Es war 4-4-2 am Samstag. Aber nur laut Kicker, oder? Also der Kicker führt in den Kerk als Stürmer, aber als Stürmer hat er gar nicht gespielt. Ja, genau. Kerk ist ja nicht als Stürmer aufgelaufen, ne? Kerk hat ja als offensiver Mittelfeldspieler gespielt. Aber ich frage nochmal, ist das nicht trotzdem die Aufstellung gewesen, die wir auch gegen Düsseldorf hatten im Spiel, im Pokalspiel, oder ist sie tatsächlich anders gewesen? Ja, bis auf Kreinsch war es, glaube ich, klar. Börner ist natürlich nicht dabei, weil er verletzt wird. Er war sogar dabei, er hat sogar extra darauf bestanden, mitzufahren und die Mannschaft zu unterstützen, aber er konnte natürlich nicht spielen. Genau, okay, da war natürlich eine Änderung, aber vorne nicht eigentlich. Also eigentlich, ja, hätte es ja auch so gut laufen können wie gegen Düsseldorf beim ersten Mal. Und das ist es ja nun nicht gewesen. Also ich würde jetzt einfach sagen, laienhaft würde ich wieder sagen, gegen Düsseldorf, erste Version, waren sie extrem aufmerksam, immer gedanklich einen Tick schneller und haben deswegen ganz viele Bälle gewonnen. Und man hat die ganze Zeit gedacht, das sieht gut aus. Das war diesmal, würde ich sagen, genau andersrum. Also wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, dass Düsseldorf hier im Pokalspiel bis zur 75. Minute einen relativ schwachen Auftritt auch hingelegt hat. Ne? Und dass die am Samstag eben körperlich präsent waren, die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen haben. Und so lässt sich eigentlich 96 regelmäßig in einen der zwei Halbzeiten abkochen. Ne? Das ist leider einfach so. Ne? Und man hat dann in der zweiten Halbzeit gesehen, als man ein bisschen mutiger wurde und eben versucht, nach vorne zu spielen. Natürlich hat Düsseldorf da auch Chancen, aber du hast dann auch eher mal die Chance, ein Tor zu machen. Ne? Und dann ist die Frage, sich nur hinten reinzustellen und dann hoffen, dass man keinen reinkriegt. Ich meine, mit Unentschieden kommt man auch nicht viel weiter. Ne? Die Situation in der Tabelle wird immer schlimmer. Ne? Wenn Sandhausen im Nachholspiel punktet, ja. Ne? Dann stehen wir auf dem Relegationsplatz. Und wenn man sich die nächsten Gegner anguckt, da wird man mit diesem Fußball nicht viele Punkte holen. Ne? Und ich finde, das ist jetzt für Zimmermann der dritte Restart. Der erste war nach der ersten Länderspielpause. Da sind die neuen Spieler dazu gekommen. Dann gab es eine zweite Länderspielpause. Und ich finde, dass eigentlich überhaupt gar keine Weiterentwicklung auch in der Spielweise zu erkennen ist. Ne? Jetzt kommt wieder eine Länderspielpause. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob wir sie jetzt in dieser Saison alle abfeiern oder nicht. Denn vielleicht ist es ja auch so, dass der Rhythmus dann auch nicht entsteht. Wir können ja auch mal zum Spaß einfach mal die Länderspielpausen verdammen, weil dann immer der Rhythmus rauskommt, weil dann man da ja auch nicht vernünftig arbeiten kann. Stanley, Niklas, was sagt ihr denn? Ja, mit der Tackles, wir hat 76,5% hat Düsseldorf der Tackles gewonnen. Bei uns war es nur 55%. Und bei der Luftkämpfe, es war über 10% Unterschied zwischen Düsseldorf und 96. Trotzdem war entscheidend ja nur der eine Luftkampf, den wo sich Kreinsch leider verschätzt hat komplett. Wenn er den gewonnen hätte, wäre ja schon gut gewesen. Das hätte ja schon gereicht. Für mich, da war schon wieder kein wirklicher Spielplan. Und ich hatte auch mit Heiko Rehberg vorhin gesprochen und ich hatte ihn nachgefragt, wie ist das mit Ron Robert? Das wird nichts im November. Aber Lukas Hinterseher wird fit sein. Wir sind sehr optimistisch. Er spielt Mittelstürmer gegen Paderborn. Aber
Das ist es. Ich kann mich trotzdem nicht vorstellen, über die gravierend steigende Tendenz nach der Spielpause. Momentan bin ich ratlos, was so passiert. Ich finde auch, dass Ernst hat nicht gut gespielt. Nee. Ich weiß es nicht, Matthias. Ich weiß es nicht, wie alle 96-Fans. Ich bin platt im Moment. Niklas. Ich würde mich auch, also genau, ich würde mich Carsten und Stanley anschließen und auch sagen, das ist irgendwie, ich finde, der dritte Reset, das trifft es ganz gut, dass er jetzt irgendwie schon dreimal die Chance hatte eigentlich. Ich bin ja auch Verfechter davon zu sagen, so langsam müsste, also wir können nicht mehr davon reden, dass diese Mannschaft sich erst finden muss und so, sondern so langsam muss da wirklich was passieren. Und wenn ich mir dieses 0-1 angucke, ne, dieses Gegentor, diese Ecke, bei der, also ja klar, Kreinsch, aber so die ganze Zuordnung stimmt nicht. Mhm. Es ist eigentlich noch zu einem frühen Punkt im Spiel, wo eigentlich noch alle mental wie körperlich echt so fit sein müssten, dass da irgendwie die Zuordnung stimmt. Und dass das zu so einem frühen Zeitpunkt direkt zu der Verunsicherung führt, die dann die ganze erste Halbzeit eigentlich ja geprägt hat, das hat mich schon ja ratlos gemacht und irgendwie auch ein bisschen schockiert. Also was ich erstaunlich finde ist, also stark waren die Düsseldorfer ja nicht, ne? Mhm. Also die haben sich auch da einige Böcke geleistet, Fehlpässe und so, ne, was auch echt gar nicht ging, finde ich. Auch Klaus, ne, ist jetzt nicht positiv aufgefallen. Vor allem ja, er hat schon mehr gerissen, sage ich mal. Er ist mehr aufgefallen, würde ich sagen, als in Hannover. Ja, ja, aber der hatte auch seine Slapsticks-Aktionen da gehabt. Da, ne. aber die Düsseldorfer haben ihre Hausaufgaben gemacht im Vergleich zum Pokalspiel. Mhm. Aber was ich wirklich erschreckend fand, also 96 hat sie ja echt nochmal unterboten. Hat die so nicht erwartet, also... Vor allem diejenigen, wo man denkt, eigentlich, ne, die stechen noch positiv heraus, ne, vor allem Moroja, von dem ich ja selbst auch sehr viel halte. Der hat halt diesen einen Ball da verloren in der eigenen Hälfte. Da dachte ich mir, ey, was war denn da los, wirklich? Mhm. Also, ja, das ist natürlich enttäuschend auf jeden Fall. Das ist natürlich diese Verunsicherung, die so langsam in die Spieler hineinkriecht, so wie die Winterkälte so langsam in unsere Wohnungen und unsere Glieder hineinkriecht. Ja. Niklas, bevor es. Aber es ist auch immer so ein bisschen Indiz dafür, glaube ich. Wenn man nicht so richtig weiß, wie man es nach vorne spielen will, ja, dann verliert man eher so einen Ball. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen das fehlende System nach vorne. Ne? Liegt das daran, dass wir gerade die Abwehr natürlich nicht ganz so perfekt aufgestellt haben durch das Fehlen von Börner, oder kann das sein? Weiß ich gar nicht, ob es die Abwehr ist, weil ich glaube, die ist eigentlich relativ solide eigentlich. Ja, die Abwehr ist ja auch dafür zuständig, dann den Ball von da möglichst wieder zum Mittelfeld oder vielleicht sogar noch weiter nach vorne zu tragen. Ja, war das, aber ich glaube, das Pokalspiel täuscht so ein bisschen darüber hinweg eigentlich, ne, wo es eigentlich hapert, und zwar ist es vorne. Ich meine, ne, ja, was haben wir? Drei Tore im Pokal, ne, und dann denkt sich halt das Trainerteam irgendwie, okay, vorne läuft's ja, dann müssen wir nichts machen. Nee, aber... Ja. Wenn man sich die Tore anschaut im Pokal, das waren jetzt keine besonders toll herausgespielten Tore, sondern es war einfach eine Glückstore, denke ich. Wobei es auch viel wieder Kaiser ist, würde ich sagen. Also lass uns gerne über Kaiser reden. Ich finde, das ist auch, also der so als Bindeglied da irgendwie zwischen Defensive und Offensive fungieren sollte und das auch wieder nicht gut gemacht hat. Das hat diesmal gar nicht funktioniert tatsächlich. Aber das lag auch am System, habe ich gelesen. Keine Ahnung, da bin ich ein bisschen überfragt. Ja, ich glaube das auch. Achso, nein, Stanley. Ich glaube das auch. Unsere beiden Außenverteidiger sind auch nicht super gespielt. Nein, das Hult ist... Das hat Hult hat der wirkliche Scheißtag. Ich frage mich, bei Hult frage ich mich tatsächlich, da ist ja jetzt letzte Woche das Gerücht, oder vielleicht ist es noch nicht mal ein Gerücht, vielleicht stimmt es einfach, ist ja in die Presse gekommen, dass 96, weil die Versängerung von Hult im Prinzip, also ein Vertrag läuft aus, und dass man derzeit tatsächlich mit der Leistung von Hult nicht zufrieden ist. Dann hat man sich so ein bisschen im Kopf überlegt, hab ich ein bisschen gedacht, ja, okay, er war jetzt die letzten Spiele nicht so super, gucken wir nochmal am Wochenende so ein bisschen drauf. Und das war dann wirklich das Spiel, wo man gedacht hat, verdammt, hat ihn das jetzt noch zusätzlich irgendwie verunsichert? Es wirkte ein bisschen so, oder? Ja, ich hatte das Gefühl, dass das System, wie du es eben gesagt hast, das System hat nicht gearbeitet. Wenn du so ein Hult ist nicht eine defensive Außenverteidiger. Er mag es gerne richtig vorne gehen. Aber wenn das Überbrückung von der Beteiligung zu dem Angriff reagiert nicht, dann ist das Problem, dass es gibt viel Platz für die Außenstürmer von den Gegner. Aber ich weiß es nicht. Ich wäsche meine Hände, ich warte bis nach dem Paderborn-Spiel. Und dann, wir können wirklich sagen,
Er hat jetzt eine Woche Zeit. Ich glaube, Hult spielt nicht in Frieden. Ich weiß, die Japaner ist noch da. So gibt es keine Ausrede mit Zimmermann nächstes Samstag in einer Woche gegen Paderborn. Und das Montag danach wird Tacklis dann geredet. Aber ich habe keine Bedürfnis mehr, irgendwie mich einen Kopf zu machen, wenn die Mannschaft spielt nicht mit. Carsten, hast du auch das Gefühl, dass das Paderborn-Spiel das Spiel sein wird, nachdem du vielleicht den Kopf des Trainers forderst? Naja, man muss nur auf die Tabelle gucken. Ne? Das finde ich im Moment noch nicht mal das Schlimmste. Viel schlimmer finde ich, dass keine Entwicklung zu sehen ist. Ne? Und dass man wirklich nach einem Drittel der Saison sagen kann und muss, ne, es geht irgendwie nicht vorwärts. Ne? Das ist leider so. Ne? So schön das Märchen auch wäre, ne? Mit einem aus Hannover, ne, der die Mannschaft wieder nach oben bringt, aber die spielen das Stadion leer. Ne? Die spielen Fußball, der überhaupt nicht schön anzusehen ist. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel Aue als Beispiel nimmt, die hinter uns sind, die haben den Trainer gewechselt und haben in 5 Spielen, unter anderem wir als Gegner, Hamburg, Heidenheim, da haben die 8 Punkte geholt. Ne? Die standen mit 4 Punkten, standen die da vor 3 Wochen. Jetzt sind die nur noch 2 hinter uns. Ja, also das heißt, ein Trainerwechsel kann auch kurzfristig schon was bewirken. Ja. Ne? Und da fehlt einfach die Idee, ne? Weil das du stehst auch ständig in der Abwehr unter Druck, weil eben das Mittelfeld es nicht schafft, die Verbindung zum Sturm herzustellen. Ne? Dass du wirklich nur defensiv hinterherläufst, das finde ich ist das Problem. Ne? Und wenn man mit einem richtigen zweiten Stürmer spielt, nicht Kerk, der ist ja eigentlich ein Zehner, ne? Der ist ja kein Stürmer. Ne? Aber man hat gegen Düsseldorf gesehen, war auch nicht alles besser in der zweiten Halbzeit, aber man hatte schon viel mehr Offensivaktionen nach vorne. Ne? Und ich kann doch nur ein Tor schießen, wenn ich auch nach vorne spiele. Ne? Und ich finde, fehlt auch das Wesentliche, wenn man sieht, wie viele Fehlpässe da gespielt werden. Ne? Oder dass nur lange Bälle geschlagen werden, die auch nicht ankommen. Ne? Das ist das Problem. Ne? Da kann sich jeder Gegner kann sich darauf einstellen. Das finde ich ist das Schlimme. Ne? Leider ist da überhaupt gar keine Entwicklung zu sehen. Ne? Und ich habe die Befürchtung, dass in den nächsten Spielen, Paderborn ist super drauf, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten Spielen viele Punkte dazukommen. Ne? Und wenn man nach der Hinrunde da mit 16, 17 Punkten steht, dann glaube ich nicht, dass die Mannschaft einen großen Rückstand noch aufholen kann. Ne? Ja, wir spielen gegen. Wir spielen gegen den KSC und dann gegen den HSV zu Hause am 5. Dezember. So ich hoffe, es ist der Nikolaus, wir bekommen einen neuen Trainer. Fragen wir doch mal den Nikolaus. Ach so. Ja, also ich würde es machen. Ich stehe in den Startlöchern, die Gespräche laufen gut. Ich bin ab Nikolaus bereit. Nee, keine Ahnung, aber ja, ich würde es auch so sehen. Also ich glaube, spätestens dann. Ne? Also ich würde es mir schon früher wünschen. Also wenn es passiert, dann lieber früher. Hm. Und sonst halt sagen, ja gut, dann ziehen wir es durch. Ich glaube, dass die größte Problematik ist halt wirklich, es ist weder schön, noch kriegen wir Punkte dafür. Und ich glaube, in der zweiten Liga muss man sich für eins entscheiden. Entweder spielt man es schön, und will irgendwie attraktiven Fußball bieten oder man setzt auf die Punkte und sagt, ist doch egal, wie wir spielen. Wir hauen uns da einfach rein und holen, also bringen irgendwie was Zählbares mit nach Hause. Aber wenn man so einen Mischmasch macht oder einen Mischmasch versucht, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Und Stanley hat die Zweikampfwerte schon gesagt, das ist schon schlecht für die zweite Liga, schon sehr schlecht. Ja. Nein, ich glaube es nicht an Trainerwechsel, immer noch nicht. Also ich gebe zu, klar, es läuft nicht momentan. Aber auch weiterhin, ich würde nicht sagen, dass der Trainer ausgetauscht wird bei 96. Vor allem, ganz ehrlich, es ist doch egal in der zweiten Liga. Also es hört sich jetzt scheiße an, ne? Ja. Aber ob du in der zweiten Liga auf Platz 14 stehst oder auf Platz 6,
Wen juckt das eigentlich? Na ja, gut, okay, wir gehen natürlich, wir reden natürlich jetzt mittlerweile schon auch von einer Doch, du hast gesagt, du glaubst nicht, da glaubst du auch nicht dran. Glaubst du denn an den Nikolaus? Das müssen wir vielleicht mal erstmal Grundsätzliches klären. Du glaubst ja auch nicht an den Abstieg. Aber der Abstieg ist natürlich jetzt schon ein Schreckgespenst, das sich kurz nach Halloween ein bisschen breit gemacht hat, weil wir stehen da jetzt ganz unten. Ganz ehrlich, die individuelle Klasse ist viel zu hoch. Die individuelle Klasse! Da ist wieder meine beiden Lieblingsworte, die individuelle Klasse. Ich meine, wir haben es doch in manchen Einzelaktionen gesehen auf dem Platz, ne? Das Teamgefüge funktioniert nicht, aber in manchen entscheidenden Situationen, vor allem wenn es so um kleine Zweikämpfe ging am 16er und so, da hat man schon gesehen, okay, die Jungs von 96 sind auf einem anderen Niveau, als es die Düsseldorfer sind. Aber dafür können wir am Ende uns trotzdem nichts kaufen. Also ich meine, das ist können super, wir nicht, können sagen. Wir, nein, am Ende nicht, aber das sind halt die entscheidenden Schlüsselaktionen, wo der Einzelspieler hervorragt. Ja, okay. Ja, ich sehe das gänzlich anders, glaube ich. Ich finde auch die Düsseldorfer... Naja, also ich finde jetzt nicht, dass der große individuelle Unterschied zu Düsseldorf da war. Nee, also ich meine, es ist halt so. Nee, das stimmt. Ich würde zustimmen, wenn wir diese Kombination, wenn wir sowas wie Muslias Tor jetzt zum Schluss, wenn wir sowas etwas öfter erleben würden, weil, wie gesagt, wenn solche, das Muslia zum Beispiel, toller begabter Spieler, hat einen wahnsinnigen Fuß, kann das toll. Aber so selten, wie er es macht, Florent Muslia steht quasi sinnbildlich für Hannover 96 im Grunde, weil ganz selten hat man mal das, dass man denkt, yo, ist ja richtig super, ist ja top, läuft fantastisch und dann kommt mal wieder so eine lange Phase, wo man denkt, es läuft nicht so richtig und man weiß nicht warum. Ja, er vielleicht, aber es summiert sich ja, ne? Ja, es ist eine Woche ist es der Muslia und dann, wir haben das letzte Woche auch gehabt, ne? Wir haben noch so Traumtoriker von Ernst, von Kerk und das, jedes Spiel ist irgendwie eine Einzelaktion, trotzdem die den Punkt rettet. Wir jetzt aber wirklich sehr dicht an der Abstiegszone dran. Ja, und das aber schon auf lange Sicht, ganz ehrlich. Ne? Lange Sicht? Okay. Dein Optimismus in allen Ehren. Ich sag ja nur, ich verstehe schon, warum man jetzt auch mal so ein bisschen, also ich verstehe schon, dass man manchmal auch das Ganze ein bisschen pessimistisch sehen kann und vor allen Dingen, was Niklas gesagt hat, dass man sich halt irgendwie entscheiden muss. Es wäre ja okay, wenn die Mannschaft wenigstens schön spielen würde und deswegen sich mehr Fans entscheiden, ins Stadion zu gehen. Dann hätte man ja zumindest wirtschaftlich schon mal wieder auch ein bisschen was und man hätte wieder diesen Halt, dieses soziale Gefüge, dass die Menschen in Hannover wenigstens trotzdem irgendwie auch vielleicht stolz auf ihre Mannschaft sind oder zumindest hinter ihrer Mannschaft stehen, sagen wir es so. Stolz ist ein blödes Wort. Aber Carsten, was meinst du denn? Also du hast dich jetzt nochmal vornehm zurückgehalten bei unserem Streit. Du bist ja auch eher so ein Pessimist, was die Abstiegsgefahr angeht, oder? Nein, nicht Pessimist eigentlich nicht. Die Spielweise ist Realist. Halt, die einen ein bisschen Angst macht. Ne? Ja, und was man nicht vergessen darf, alle Mannschaften, die man am Ende unten erwarten darf, Dresden, Rostock und Sandhausen, gegen die haben wir alle verloren, ne? Und das sind Niederlagen, die am Ende noch mal richtig bitter werden können. Ne? Und das darf man nicht vergessen. Hm. Also und die punkten halt auch. Also ich finde Rostock, Dresden und so, die spielen gut. Also die spielen eigentlich souverän und gut. Hm. Ne? Ja. Auch Ingolstadt hat richtig stark in Paderborn gespielt. Ne? Hm. Ja. Wenn der Schiedsrichter da nicht so einen Mist pfeift in Paderborn, dann gewinnt Ingolstadt da. Ne? Denen wird ein Tor weggenommen, denen wird ein ganz klarer Elfmeter nicht gegeben. Ne? Und das sieht halt bei den anderen Mannschaften nach Fußball aus. Da sieht man eine Entwicklung, die bei uns fehlt, ne? Finde ich. Ne? Und wenn man die Hoffnung hat, dass Hinterseher zurückkommt gegen Paderborn, ich glaube, die Hoffnung hat wohl eher Paderborn als wir, ne? Dass der dann spielt. Was das angeht, bin ich ja optimistischer. Ich finde Hinterseher ja nach wie vor nicht so schlecht, aber in der Kombination mit Meier, Kerk, vielleicht noch Meiner tatsächlich, keine Ahnung, wie sie es dann genau machen. Was glaubst du denn? Was sagst du denn? Nehmen wir mal an, Hinterseher kommt, ist das dann die sichere Niederlage oder was sagst du für Paderborn? Nein, so meine ich das natürlich nicht. Man kann die Stürmer natürlich nur an ihren Aktionen beurteilen. Und wenn sie wenig Aktionen haben, dann ist es auch unfair zu sagen, der bringt seine Leistung nicht. Ne? Wenn die im offensiveren System spielen würden, Hinterseher hat ja nicht umsonst auch in Hamburg richtig viele Tore geschossen. Der wird schon seine Qualitäten haben, die er hier noch nicht zeigen konnte. Ja, wir müssen sie ihnen halt mal zeigen lassen. Das wäre gut. Was sagst du denn jetzt? Was sagst du denn fürs Spiel? Gib mal einen Tipp fürs Spiel gegen Paderborn. Also ich glaube nicht, dass wir da gegen Paderborn eine Chance haben, so wie die im Moment drauf sind. Okay. Ja, also da müsste schon ein Wunder passieren. Ne? Ja. Ich gehe zwar wieder ins Stadion, obwohl mir gesagt habe, ich gehe nicht mehr hin, aber man geht ja doch immer wieder hin. Ne? Aber ich befürchte, dass es da zumindest keinen Sieg geben wird, ne?
vielleicht, wenn man defensiv gut steht und die Zweikämpfe annimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass mehr als ein Punkt bei rumkommt. Okay. Wir sind gespannt. Wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung, den nächsten Pessimisten oder Optimisten. Wir schauen mal. Carsten, vielen Dank auf jeden Fall für die, wenn auch harte Einschätzung der derzeitigen Lage. Du hast noch nicht die Frage beantwortet nach deiner bunten Tüte. Holst du dir eine? Ja, wenn ich weiß, wo es eine gibt, dann auf jeden Fall. Bei den sogenannten Social Kiosks gibt es, glaube ich, 20 oder so in Hannover. Muss ich mal gucken. Für die Nerven kann man was gebrauchen im Moment. Ja, eben, genau. Also einfach mal schauen. Auf der Seite von 96 findet man aber auch Angaben, ganz genau, welche Kioske da mitmachen. Es sind schon einige. Darf gut, immer gern. Dann einen schönen Abend noch und danke für den Anruf. Ja. Wir hören uns nach der Länderspielpause. Ja, alles gut. Ciao. Und jetzt kommen wir zu unserem guten Freund Fritze, der uns jetzt in die Leitung geschaltet wird. Hallo Fritze, schönen guten Abend. Guten Abend, ihr Fußballexperten. Grüß dich, du bunte Tütenexperte. Also eins möchte ich mal gleich sagen, ich bin kein Pessimist. Okay, du bist kein Pessimist, sehr gut. Ich habe auch 1-1 getippt in Düsseldorf. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man dich fragt, ist die bunte Tüte halb leer oder ist sie halb voll, sagst du immer, sie ist halb voll. Das entscheidet sich, wenn ich sie gesehen habe. Okay, na gut. Also Realist. Also Realist, wollte ich auch gerade sagen. Das ist kein Optimist. Na gut, und? Ihr müsst doch davon ausgehen, die gesamte zweite Bundesliga ist doch sehr schwach gegenüber den anderen Jahren. Das ist aber die stärkste zweite Bundesliga seit Jahren, weißt du doch. Auf dem Papier, ne? Ja, auf dem Papier zumindest, ne, ja. Guck mal, gerade Regensburg verliert zu Hause da gegen Hansa Rostock. Und Holstein Kiel war unter uns gewinnt. Da sind Ergebnisse, da kriegst du große Schreikrämpfe bei. Nur uns gelingt das nicht, das ist das Merkwürdige. Es ist ja so, dass, glaube ich, ein bisschen bei dem Gedanken, dass es die beste zweite Liga aller Zeiten sein soll, sicherlich da auch ein bisschen im Hinterkopf zumindest der Gedanke war, dass die großen Namen, die Mannschaften, die Traditionsclubs, dass die auch ein bisschen überdurchschnittlich performen. Und wenn man sich dann jetzt mal so Schalke, Bremen und den HSV anschaut, von Hannover wollen wir gar nicht reden, obwohl doch, wollen wir natürlich, das ist ja unsere einzige Existenzberechtigung hier, von Hannover zu reden, aber egal. Jedenfalls, das ist ja alles nicht so richtig super, was da gerade läuft. Also von daher, ja, ist es halt nicht so. Guck doch Schalke 04 an, die waren auf dem Weg zur Spitze, verlieren zu Hause. Ja eben, ich sag ja, also richtig das Goldene ist es auch noch nicht, ne, ja. Ja, also kommt Werder gerade so ein bisschen in die Spur, ne? Also ich glaube, die Großen, die werden hinten raus nochmal stark. Also ich glaube, Werder hat sich jetzt gefunden, irgendwie nach dem ganzen Drama, was die da im Sommer hatten. Schalke, glaube ich, bricht auch nicht richtig ein, sondern da ist so viel Geld. Ich glaube, die schaffen es hinten raus, dann auch sich da oben fest zu beißen. Regensburg habe ich eigentlich nie so stark gesehen. Da bin ich eigentlich überrascht, dass die da immer noch oben drin stehen. Aber ich glaube, so diese ganzen großen Namen und dieses, was es auf dem Papier dann so stark macht, diese Liga, ich glaube, das wird sich am Ende auch genau so darstellen in der Tabelle, glaube ich. Also ich glaube, die stehen auch wieder oben. Nee, Glauben heißt nicht Wissen, das ist richtig. Ich will nichts, aber ja. Nee, du wolltest was sagen. Der Werder war doch auch ganz schwach, bei aller Liebe. Ja, was machen die denn richtig? Aber ich glaube, die finden sich so langsam. Was macht wer? Werder? Nee, die großen Namen, wie Bremen, Schalke etc. Ne? Warum fangen die sich und 96 sich nicht? Na, Bremen kauft Duxch. Und wir verkaufen ihn, das ist der Unterschied. So einfach ist das schon. Naja, es ist schwierig. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Ja. Welchen Trainer würdet ihr denn einsetzen für diese schwache Mannschaft? Das ist die große Frage tatsächlich. Frontek ist weg, ne? Genau, Frontek ist glücklich gerade, der ist raus. Ja. Felix Magath macht naja, wobei, was heißt glücklich? Also als Co-Trainer, ne? Als Co-Trainer von Florian Kohfeldt bei Wolfsburg, ne? Willst du den haben? Wisst ihr, wer gerade frei geworden ist? Weiß ich nicht. Wer ist gerade frei geworden? Daniel Farke aus Norwich. Wer? Daniel Farke. Stimmt. Oh, ein guter Punkt. Und der kennt den Tribol auch. Okay, ja. Ich kenne Daniel Farke. Ich bin Farke gegen nicht, Trainerwechsel, aber wenn, dann den. Der ist gar nicht schlechter. Ja? Ja, der ist gut. Okay. Rausschmiss den trotz Sieg. Robin, das war gut. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Aber er wird niemals kommen, weil er ist ein ganz unterschiedlicher Bezahlungsart in der Premier League oder zweiter Championship, dann ist für 20.000 Euro im Monat hier bei 96. Aber wieso, wenn Börner und Tribol kommen, warum nicht der Farke auch? Ja? Nee, ich glaube auch. Ich glaube, das ist Wunsch. Also ich finde das auch, ich finde das einen richtig guten Gedanken und man soll ja nicht über neue Trainer reden, wenn noch ein alter da ist. Ja. Aber,
Aber ich finde den Gedanken auch gut, aber ich glaube, Fritze auch, hat gefragt. Er macht das für das Geld nicht. Es ist ja völlig legitim. Fritze hat gefragt. Ja. Da mussten wir jetzt ja mal antworten. Also, Fritze, wir hätten jemanden. Ob er kommt, ist eine andere Frage. Ja, wollen wir knobeln oder finden wir so eins? Bitte was? Ob wir das ausknobeln wollen oder finden wir so eins? Ich glaube, knobeln brauchen wir es nicht. Also, du bist der Meinung, auf jeden Fall weitermachen mit Jan Zimmermann. Also, ich würde den Zimmermann erstmal behalten, denn das ist ein guter Trainer. Der hat aus Havelse was gemacht, da gibt es gar nichts dran zu finseln. Dass er noch kein Bundesliga-Trainer ist, das wissen wir ja, nicht? Das ist ja bekannt. Ja. Er kann auch ein guter Bundesliga-Trainer noch werden. Er sollte es aber werden. Und es ist halt so, dass man natürlich jetzt auf der Halbzeit dieser Saison, in der wir nicht in die Bundesliga aufsteigen wollen, trotzdem vielleicht schon mal so langsam zumindest den Weg dahin erkannt haben wollten. Und da gehen die Meinungen, glaube ich, mal gerade vielleicht ein bisschen auseinander, ob man schon was erkennt oder nicht. Aber ich habe das schon mal gesagt, wir haben keinen Führungsspieler in der Mannschaft. Na, wir haben. Was ist denn zum Beispiel jetzt dann mit Börner, der jetzt nicht gespielt hat, aber der immerhin sogar so weit vielleicht engagiert ist, sage ich mal, dass er darauf besteht, also dass er sagt, er möchte gerne mitfahren mit dem Mediateam irgendwie von Hannover 96, dann irgendwie im Bulli oder wo auch immer das dann war, mitgefahren ist, um in Düsseldorf dabei zu sein und die Mannschaft trotzdem zu unterstützen, obwohl er nicht spielen kann. Das klingt doch so ein bisschen nach Führungsspieler. Ja, ist es auch, aber ich denke, es braucht seine Zeit. Also ein neuer Spieler ist ja selten direkt Führungsspieler. Das sind die seltensten Fälle, wo sowas passiert. Ich würde nur gerne etwas erzählen. Ich habe das gut gefunden, was das Thema letzte Woche mit Team Spirit. Fritze, das ist auch mitgemacht, war, ich glaube, das angeregt. Der ist wirklich das Team Spirit, das Zusammenhalt. Wir sind 96. Das ist das Problem. Und weil wir sind in den letzten 3 Jahren 4 Trainers gehabt und unsere Mannschaft auseinandergerissen. Es dauert noch 2 Jahre, bis das Team Spirit wird nochmal aufgebaut. Und dann du brauchst wirklich einen soliden Trainer und Manager. Aber das hin und her, das dauert noch Jahre, bis 96 wird ein vernünftiges Verein sein. Wirklich. Das ist, was ich denke. Ja, wobei das Potenzial ja immer da ist. Also wenn wir über Führungsspieler reden, dann finde ich, ist Marcel Franke, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ist ein guter Kapitän, ist auch ein Führungsspieler und einer, der, Robin, du hast es gesagt, der die Defensive da hinten zusammenhält. Also eigentlich defensiv sieht es ja ganz okay aus, wenn nicht wie am Samstag jetzt da so eine Ecke reinzieht. Gegen Aue. Gegen Aue ist erst der. Ja, okay, Aussetzer gibt's, aber ich finde, Franke ist eigentlich ein guter Führungsspieler. Das, was halt nach wie vor ja nicht passt, ist, dass man im Mittelfeld irgendwie Zweikämpfe, also du musst im Mittelfeld Zweikämpfe gewinnen und du musst im Mittelfeld mindestens einen haben, der auch mal was nach vorne bewegt, der eine Ahnung hat, wie das Spiel aufgezogen werden soll. Und deswegen verstehe ich, also ich würde zum Beispiel einfach mal die Idee, ich weiß, Fritze mag es nicht, wenn wir über Systeme reden, aber ein 4-3-3 mit vielleicht Tribol und Ondua, die einfach in jeden Zweikampf gehen und alles irgendwie robust machen und auch ein bisschen was mit dem Ball anfangen können, dann kannst du da noch den Sebastian Ernst reinstellen und hast vorne noch Platz für 3 Offensivleute. Und das können dann Kerk, Bayer, vielleicht auch Weidand, Hinterseher. Ich fände ja auch einen Dreier-Sturm gar nicht so schlecht. Also mit Bayer, Hinterseher und Weidand. Die Dreier mit Bayer. Stellen und zu sagen, was wollt ihr denn? Ich sag nur Dreier mit Bayer. Das klingt doch Dreier super. Dreier mit Bayer, genau. Ja, also ich fände das nicht so schlecht. Wir haben da vorne so viel, was man aufbieten könnte. Und es ist aber immer so ausrechenbar, weil es immer, weil immer das Mittelfeld fehlt, wo man die Zweikämpfe nicht gewinnt. Das ist schade. Das aber wir haben keine richtige Goalgetter. Da ist keine Schnitze da. Wenn du guckst, du musst das gucken. Jan Regensburg ist 29 Tore geschossen. Paderborn ist 28 Tore geschossen. Darmstadt 31. Und was ist 96? Ja, aber die haben auch immer viele Offensivspieler da vorne drin stehen, ne? Oder viele Spieler. Nein, es sind immer noch der gleiche 11 Spieler auf dem Platz. Aber das ist der Unterschied. Stanley, ich glaube, der Goalgetter ist eigentlich immer nicht so der wichtigste Spieler in der Mannschaft, oder? Technisch kannst du eigentlich den limitiertesten Spieler da vorne stellen. Wenn der gefüttert wird, irgendwann macht die Bälle schon rein, glaube ich. Ich glaube, der Goalgetter ist nicht das Problem, sondern wie die Vorlagen kommen. Ja, da ist also,
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich, man kann es nicht, ich glaube, man kann es nicht hundertprozentig auf eine von beiden Formeln festmachen, aber ich bin ja auch eher bei Robin, dass ich sagen würde, also die Leute, die dafür sorgen, dass die Bälle kriegen. Also Beispiel Formkrise Hult jetzt gerade. Mhm. Hult ist zum Beispiel jemand, der eigentlich in der Lage ist, Bälle, gute Flanken reinzuschlagen, schlägt aber momentan Flanken, die nicht gut sind, die nicht gut verwertbar sind, entweder zu scharf oder zu ungenau. Das ist halt, und dann, natürlich ist es dann immer auch die Frage, wo ist, vielleicht hätte der Spieler, der Zielspieler irgendwie etwas stehen müssen, aber es sind momentan tatsächlich auch sehr stark die Bälle zutragen sollen. Also das Mittelfeld auch, und dann der vordere Bereich, der die Bälle halt für die Stürmer dahin bringt, dass sie in die Lage kommen, ein Tor zu schießen. Das ist ja auch im Amateurfußball. Also der Neue oder der schwächste Spieler wird immer in Angriff gestellt, weil er da am wenigsten falsch machen kann. Okay. Ja. Und sogar der Weidand hat ja in der ersten Liga, ne, wo er hier sein... deswegen haben wir Weidand vorne reingestellt. Ja, aber so ist es doch. Ne? Ich meine, sein erstes Jahr bei 96 kam er direkt von Egersdorf. Ja. Erstes Jahr... Der hat in der ersten Liga seine 6-7 Tore gemacht. Mhm. Muss auch erstmal schaffen. Ja. Ich würde da gerne anknüpfen wollen und Robin recht geben wollen. Was? Also mit zwei ganz unkonventionellen Beispielen. Manchester United hat Cristiano Ronaldo, schießt aber oft genug einfach gar keine Tore, weil der Mann nicht bedient wird und weil das nicht funktioniert. Wenn sie Cavani noch mit reinnehmen, so wie gegen Tottenham, dann hat es funktioniert. Paris Saint-Germain gewinnt, obwohl die irgendwie ein wahnsinnig großes Konstrukt da auch an Spielern haben und wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben, gewinnen die aber auch nur übers Kollektiv, weil die da vorne drei Leute hinstellen mit Neymar, Mbappé, Messi oder wer gerade noch so Zeit hat. Und die machen es dann übers Kollektiv und gewinnen dann immer 2-1. Also ich glaube, man muss es übers Kollektiv regeln. Ja, also man absolut. Muss da vorne einfach mehr Stürmer reinstellen als nur diesen einen. Weil Kerk ist aber kein Stürmer, aber ja auch schon. Oh, ich möchte gerne sagen... Stanley, du kommst immer näher. Ich wollte das nur... ja. Ich wollte nur sagen, Manchester City spielt ohne Mittelstürmer. Und sie schießen alle Toren. Es ist like bei Liverpool. Die haben keine Mittelstürmer. Das sind alle Stürmer. Aber genau, was verloren, Liverpool? Alle vorne rein. Also, Fritze? Liverpool hat verloren gegen Westen. Ja, das Spiel gesehen, die erste Tor soll es wirklich in Deutschland oder nicht gegeben. Aber es ist egal. Ja, guck mal, wen die da vorne alles reinwerfen. Die haben da vorne immer Mané, Firmino, Salah oder Jota. Also die haben da vorne auch immer drei Leute. Ja, wie viele andere Leute schießen Tore? Trent, oh, wir brauchen nicht über Liverpool zu reden. Wir reden jetzt über 96. Das sind 15. in der zweiten Bundesliga mit Sandhausen, mit einem Spiel in Hand. Das kann uns nächste Woche auf den 16. Platz stellen. So, ich weiß es nicht, was du alle bildest ein hier. Wir sind wirklich nicht gut drauf. Den Spieler zählt das Selbstvertrauen. Den Spieler zählt das Selbstvertrauen. Aha. Das sieht man doch. Und wie kriegen sie es? Durch bunte Tüten. Ja. Die wissen aber nicht, wo der Köpke ist. Ach so, ja. Naja, also tatsächlich, zwei müssen es gewusst haben, weil es war ja Linton Meiner und Sebastian Kerk haben ja heute am Kröpke 500 verteilt. Also voraussichtlich. Ich weiß nicht, ob sie, vielleicht haben sie den Kröpke nicht getroffen, man weiß es nicht. Ja. Könnte passieren. Und er hat 468 mitgenommen zu Hause. Also, hast du das verstanden? Nee, ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, ja, aber Stanley, um auf deinen Punkt zurückzukommen, Stanley. Du meintest, manche Mannschaften spielen ohne Stürmer. Also es gab ja eine Zeit lang diesen Trend der sogenannten falschen Neun. Mhm. Also ich denke, das können sie eigentlich nur die Mannschaften leisten, ne, die technisch so dermaßen überragend sind, dass sie halt keinen Stoßstürmer brauchen. Also 96, wie du sagst, 15. in der zweiten Liga, wir haben die Möglichkeiten nicht. Was sie wirklich brauchen, ist ein Brecher vorne. Ne? Brauchst du echt einen 2-Meter-Typen irgendwie, wo du die Bälle einfach von draußen weit reinkloppen kannst. Mit der Hoffnung, der köpft den irgendwie rein. Na gut, das also wäre natürlich. Wir sind sicher, das wäre ja Weidand im Grunde. Ja, ne? Im Grunde ja. Ne? Also ich bin eigentlich auch pro Weidand, ne? Weil dann brauchst du wirklich den technisch am wenigsten anspruchsvollsten Fußball. Flank die Bälle da rein. Die Bälle müssen halt dann auf seinen Kopf kommen. Irgendwann, ne? Du kannst eine Statistik machen, wenn du die Bälle reinklopfst, ne? Irgendein Ball geht schon rein. Das sollten wir dann mal machen, wenn es so einfach ist tatsächlich.
Tja. Ja, ja. Weniger als auf dem Meer, denke ich. Es ist zu einfach, es ist zu einfach. Das kann ja jeder ausrechnen. Also wenn das ist natürlich auch ausrechnen. Ja, kann es auch, aber ne? Vorne auf dem Meer Schultern verteilen, das wäre gut, finde ich. Ja. Okay, Fritze, was sagst du denn, also wärst du dabei, dass man sagt, dass du sagst, da sollten mehr Leute vorne irgendwie tatsächlich die Verantwortung übernehmen als nur ein Stoßstürmer? Und wie geht das Spiel gegen Paderborn aus? Was sagst du? Aber ist doch folgendes: Du brauchst vorne einen Knipser, der die Dinger reinmacht. Das ist bei Bayern Lewandowski, das ist bei Dortmund der Haaland und überall, die haben alle einen Torjäger. Ja. Und den hat 96 nicht, der Duxch ist weg. Der ist, der kann kein Fußball spielen, der kann, hat zwar mal viele Tore geschossen, aber Fußballspielerin kann er gar nicht. Aber ist es schon so, dass auch in den Mannschaften, die du jetzt als Beispiel genannt hast, ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen, aber mit absolut großem Abstand, also was hat nicht mit Abstand, da werden die Tore nicht ausschließlich von Haaland und Lewandowski erzielt, sondern da schießen sehr viele andere Spieler auch, sehr viele Tore. Und wir sind natürlich nicht so gut, ist schon klar, aber ein bisschen in dieser Richtung muss man vielleicht denken. Aber Lewandowski spielt Spitze bei Bayern. Die spielen kein 4-3-3. Okay. Das sind halt die überragenden Einzelkönner, ne? Und den haben wir nicht. Würde ich das sagen. Haben wir natürlich nicht. Nein. So ist es. Das haben wir nicht. Ich bin auch der Meinung, die Mannschaft wird sich befinden, die wird keine überragenden Spiele machen, aber die werden ihre Punkte holen. Und was für Punkte, wie viele Punkte werden es gegen Paderborn? In Hannover spielen wir wieder 1-1 oder 2-2. Wir gewinnen 1-1 oder 2-2. Ja. Finde ich gut. Spielen wir nicht, gewinnen wir. Nee, okay. Na gut, Fritze, der Nick ist nämlich auch schon wieder in der Leitung. Dann würde ich sagen... Der grüßt man den schön. Und wenn Michael kommt, kannst du auch noch grüßen. Ja, wer das hört, wird das vielleicht jetzt schon wahrgenommen haben. Vielen Dank für deinen Anruf. Erstmal nächsten Montag habt ihr ja Pause, ne? Nächsten Montag haben wir Pause. Wir wünschen eine schöne Länderspielpause dir. Und hoffentlich holen wir uns und sprechen uns dann wieder in 2 Wochen. Genau. Alles klar. Schönen Abend noch. Bitte, ruste dich aus in Ruhe. Gute Besserung. Danke. Und wir haben jetzt den nächsten Käufer einer bunten Tüte. Nick, hallo, schönen guten Abend. Ja, grüß dich. Grüß dich. Du musst ja die bunten Tüten schon allein wegen, obwohl dein Kind könnte noch zu klein sein für bunte Tüten, oder? Nö, der kennt die auch. Geht schon. Okay, gut, dann kannst du ja da auch ein bisschen mitmachen. Prima. Hast du von der Aktion mitbekommen? Nee, noch nicht. Okay, aber jetzt. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Ab morgen gucken, welche Social Kiosks bunte Tüten verkaufen und dann ordentlich Spenden reinholen auf die Wege. Aber ordentlich Punkte reinholen war ja eigentlich die Mission jetzt gegen Düsseldorf, genau. Und es hat nur so halb geklappt, aber immerhin noch ein bisschen. Was sagst du? Was ist deine Analyse? Du bist ja auch eher der Verfechter von so schnell den Trainerwechsel wie möglich, ne? Jetzt hätte man die Chance, ne? Du meinst, weil jetzt ein bisschen Zeit ist? Weil... Entschuldigung, also wenn das vorgegebene Ziel ist, da diese Saison, dann mein Beileid. Also das ist nur noch Krücke, Gekrieche und da weiß ich nicht. Also ich habe da keinen Spaß mehr dran, muss ich echt zugeben. Mhm. Also klar, alle haben sich gefreut, dass Muslia ein Tor geschossen hat. Das war auch ein schönes Ding, keine Frage. Aber dass man sich da jetzt wieder drauf ausruht, finde ich schon, das ist für mich einfach nur... Den wahren Tatsachen nicht ins Gesicht sehen wollen. Das ist einfach Fakt. Ja, gut, drauf ausruhen, glaube ich, tut sich niemand. Also ich glaube, niemand sagt jetzt nach diesem Spiel alles perfekt, weil dieses Tor am Ende gefallen ist. Das ist sehr schön, dass es gefallen ist, aber dass das Spiel davor nicht besonders gut und schön war, haben, glaube ich, alle erkannt. Und dass wir danach punktemäßig jetzt auch an einer Position in der Tabelle stehen, die einfach nicht gut ist, ist, glaube ich, auch allen klar, auch wenn Muslia dieses Tor gemacht hat. Also von daher würde ich jetzt den Vorwurf, sich darauf auszuruhen, auch hier in der Sendung kann man das jetzt nicht wirklich sagen, würde ich gar nicht so gelten lassen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwo überall Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es sei denn, du beziehst es jetzt direkt auf den Trainer und bist der Meinung, dass man schon vor dem Spiel und erst recht nach dem Spiel, wie gesagt, diesen Wechsel hätte machen müssen. Aber wer wäre es denn deiner Meinung nach? Wen würdest du denn holen als Trainer? Wie ich ja schon mal gesagt habe, mein kleiner Geheimfavorit ist Uwe Neuhaus. Das ist einer, der auch hart sein kann und streng, der aber auch wiederum, ich würde jetzt nicht Vaterrolle, aber man hat ja gesehen, wie er es bei Bielefeld gemacht hat, das gesunde Mittelmaß so über die Jahre angeeignet und es lief bei Bielefeld. Ja. So, und
klar, jetzt gut, am Samstag ist es ja da hier mit Hoffmann, das war ja nun auch nicht gerade eine schöne Szene. Nee. Aber dann die wie Zimmermann dann sagte, ja, heute ist das Ergebnis auch zweitrangig, es steht im Hintergrund, da sich der Düsseldorfer Spieler schwer verletzt hat. Ja, gut, kann man jetzt so und so sehen. Einerseits kann man sagen, okay, klar, war scheiße, um Gottes Willen, ne? Man wünscht ihnen auch alles Gute, dass da jetzt nichts gebrochen ist, etc. Aber das kommt für mich so rüber, dass man das wieder so als kleines bisschen so als, ja, da hat sich einer verletzt und die Köpfe waren nicht frei, da steckte noch drin und ja, deswegen war das Spiel nicht so berauschend. Fakt ist, der erste Halbzeit war scheiße. So, in der zweiten Halbzeit sagst du natürlich auch nur, wenn du nicht gewinnst. Ne? Also wenn du gewinnst, dann sagst du so einen Satz nicht. Also ich finde auch, das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Ja. So, und wie gesagt, die erste Halbzeit, es ist jetzt mal ernsthaft, über Wochen zieht sich das. Entweder spielen sie in der ersten Hälfte top, lassen die Chancen liegen, spielen dann in der zweiten scheiße und kassieren Dinger oder umgekehrt. Sie spielen in der ersten Hälfte scheiße, kassieren ein, spielen in der zweiten top, schießen ein Tor. Das war's dann aber auch. Also ich sehe da nichts, was mich jetzt irgendwie zuversichtlich stimmt. Gerade jetzt in Paderborn. Darf ich etwas erzählen? Ich finde, dass die ganze Zeit, da ist keine Kontinuität in unserem Spiel. Wir haben niemals, da ist nicht drei Spiele hintereinander, wir sagen, oh, das war ein gutes System, oder das war wie gespielt. Und wenn wir reden über unseren Freund Weidand, nur er hat in der ersten Bundesliga 28 Spiele gehabt, und er hat nur 6 Tore geschossen. Er ist 11 Spieler jetzt an ein Tor geschossen. So, da heißt das, hoffentlich jeder zehnte Spiel, er schießt seine Tor jetzt oder was. Er ist auch nicht das Wunder von, you know, the Wunder von 96. Er wurde nicht mehr aufs Spiel reingekommen, ne? Ja, die Wahrheit ist auf der Platz, auf dem Papier hier. Ja. Ja, weißt du, langsam. Aber Spiele heißt ja, also er ist auch oft spät reingekommen, was? Ne? Also oft hatte er halt auch nur 10 Minuten, um das Tor zu machen, oder? Nein, dieser richtige Matches, dieser Benny hat mitgespielt. Ja, genau, aber das zählt ja auch, wenn er nur 10 Minuten. Ein Wechsel ist nicht inklusiv. Nein. Ah, okay. Es ist ein Wechsel. Was ich sagen wollte, ich finde das wirklich, dass wir müssen einen Weg finden, dass wir sollen jetzt alle nicht gegenseitig schreien oder sowas. Wir müssen die Realität ansehen in der Spieglein an der Wand. Wer ist der Beste bei 96? Das ist das Problem. Und Herr Zimmermann ist momentan wie ein Vampir. Er hat gar kein Gesicht bei 96 in der Spiegel, weil er ist eigentlich nicht der richtige Mann. Okay, wir müssen dringend für Stanley mal eine Ausgabe von Grimms Märchen nach Wales schicken, weil du bringst da was durcheinander. Also Vampire bei Schneewittchen habe ich nicht so im Kopf. Nein, ein Vampir kann die Reflexion nicht. Ich weiß, kein Spiegelbild sehen, ist schon richtig. Das ist, was ich meine. Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste in der Land? Das ist der. Also, man muss auch sagen, 96 verliert irgendwann die Glaubwürdigkeit. Weil, wenn man mal jetzt, man soll es ja nicht machen, weil es die Vergangenheit war, letzte Saison, bla bla bla. Aber du kannst ja nicht, wenn man mal das sieht, letzte Saison hat man Kočak entlassen, weil man zur Hinrunde weil es zur Hinrunde auch nicht lief. Gut, da hat man mit ihm weitergemacht, hat aber dann gesagt, wir trennen uns im Sommer. So, letztes Jahr waren wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatten wir 14, 15 Punkte, standen auf dem 14. Platz. Jetzt haben wir noch weniger, stehen auf dem 15. Platz. Aber mit Zimmermann kann man reden. Ja, gut, aber so heißt es jedenfalls. Ich gehe da ganz, ganz stark von aus, wenn bis Weihnachten jetzt nicht endlich mal da was zu sehen ist, dann wird er zur Rückrunde nicht mehr der Trainer sein. Das ist ganz Fakt. Weil wenn das die Mission ist, uns praktisch, sage ich mal, in die dritte Liga zu führen, ja gut, dann ist natürlich ein Ziel, wo wir ja nicht ganz weit von entfernt sind, auch wenn man da noch nicht drüber nachdenken sollte, aber es sind nun mal nur noch 23 Spiele. So, klar, die Tabelle ist, muss man aber auch sagen, eng beieinander, 6 nach oben, ne, also, oder 7 nach oben,
Zu Hamburg sind es von uns nur 6. Also es ist alles eng beieinander. Aber du musst langsam mal anfangen zu gewinnen und vor allem auch mal Tore schießen. Wir haben ja keinen vernünftigen Stürmer vorne drin. Hinterseher ist verletzt. Weidand, der hat für mich mittlerweile einen Spitznamen Stolperhenne, weil der kann keinen Ball so richtig festmachen. Wenn er festmacht, läuft er und legt ihn sich gefühlt 3 Kilometer zu weit vor. Also das ist, passt vorne und hinten nicht. Da muss endlich mal es richtig scheppern im Karton. Darf ich was sagen? Das große Problem ist, dass in dieses Jahr, an wegen letztes Jahr Covid, der ist keine Geld im Verein. Und wie willst du denn neue Spieler holen mit Klasse? Das wird uns weiterbringen. Und wir können diese Leute nicht bezahlen. Ja, aber Stanley, das ist ja das, was ich schon seit Jahren eigentlich immer sage. Wenn man so zu Anfang der Saison von Herrn Kind immer hört, wir sind vollumfänglich handlungsfähig. So, man sieht ja, was dabei rauskommt. Dann kriegst du, sage ich mal, ein paar Spieler sind gut, aber da kriegst du so Krücken, die nichts bringen. Also das passt ja auch irgendwo nicht. Ja, aber da, jetzt das fangen ist wir auch, wieder an, die Spieler so hart zu kritisieren. Das ja, das mehr. Ist nicht gut. Ich glaube, es ist mehr das System. Da auch das Ding ist, wie oft in den letzten 5 Jahren haben wir neue Managers, die Einkäufer. Du weißt, du hast Horst Held, der gibt 12, wie viel Millionen aus für ein brasilianischer Mittelstürmer, der kriegt Kopfschmerzen jedes Mal, er steht auf. Jesus. Du kriegst so eine Mannschaft, der ist eingekauft, der ist auf Papier, der hat in 7 Mannschaften in 5 Jahren gespielt und du kaufst das ein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist angefangen vor Horst Held, das Missmanagement, und Herr Kind ist auch dabei, und was ist da, Gregor Baum und diese ganzen Leute, der ist in der Mafia. Es fing eigentlich an, als man damals den Schmatke von Hof gejagt hat. Dann kam ja Dufner, der war ja nun auch nicht so der Bringer, sondern ging es ja eigentlich bergab. Das kann man ja wirklich mal so in der Historie zurückverfolgen. So seit Schmatke weg ist, ging es eigentlich langsam, aber stetig mit 96 bergab. Mhm. Aber ich finde, also es ist das Zusammenspiel, was es so katastrophal macht. Also was Danny ja gerade schon gesagt hat, also du hast eigentlich Spieler, die was können, die es aber nicht abrufen können. Du gibst denen aber auch von Managerseite oder auch von der geschäftsführenden Seite irgendwie nicht so richtig eine Identität mit an die Hand. Also für was will 96 eigentlich so als Verein stehen? Was sollen die Spieler so verkörpern? Warum sollen die Leute ins Stadion kommen? Deswegen kommen ja auch so wenige. Du sagst denen aber auch nicht, also da, und da ist dann der Trainer wieder das Ding, der ja jetzt auch oft gewechselt hat, du sagst denen auch nicht so richtig, was für ein System 96 spielen will. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, wofür dieser Verein steht, ne? Also weder von der Identität noch vom Spielstil, ne? Also es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, irgendwie 96 steht für eine Raute oder 96 steht für ein 4-3-3 oder für einen Angriffsfußball, für eine kompakte Defensive und irgendwie vorne trifft halt mal einer, sondern also du weißt es halt gar nicht, ne? Du weißt auf so vielen Bereichen gar nicht, wenn du zu 96 kommst, was dich da erwartet. Und das, obwohl eigentlich alles da liegt, was zu einem Erfolg führen könnte. 36. Du weißt, was ich finde, kurze Sache. Du weißt, du hast letztes Jahr immer plädiert, dass 96 ist ein traditional großes Mannschaft. Ja, ist er auch. Ja, Kaiserslautern ist auch einer. Ja. Ihr habt recht. Du weißt, dass es Mannschaften gibt, hat die Bundesliga gewonnen in einem Jahr Aufstieg mit unserem Freund, wie heißt der, aus Bremen. Ihr habt einen Trainer da, eine Saison mit Kaiserslautern. Ja, Otto Rehhagel. Aber das Ding ist, bei 96 sind wir der neue Kaiserslautern. Ja, ihr habt recht. Also man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf, aber dieser Fisch hat gar keinen Kopf. Also es ist ja eigentlich eher ein Hühnerhaufen, der da rumrennt. Also es ist ja null Struktur in diesem Verein. Das ist einfach. Also solange es keine Struktur gibt, solange es keinen klaren Gedanken gibt, in dieser Mannschaft kann der Fußball auch nicht laufen. Du weißt nicht, was dich erwartet, wenn du hierher kommst, hat Niklas gerade gesagt. Da haben wir wieder das schöne Bild. 96 ist quasi wie eine bunte Tüte. Also, ne? Das Problem ist auch, man sieht es auch in den Spielen. Man sagt, wenn ich das mal mir jetzt zum Beispiel mit Hamburg vergleiche, Hamburg hat viele gute, sehr gute Einzelspieler. Haben wir auch.
Jetzt kommt aber der feine Unterschied. Das ist wieder die individuelle Klasse, genau. Da richtig, jetzt kommt der feine Unterschied. Diese individuelle Klasse überträgt aber der Einzelspieler auf die komplette Mannschaft. Das heißt, so dass es läuft. Ja. Bei 96, das siehst du bei jedem Spiel, ich habe es gegen Aue im Stadion gesehen, meiner hat den Ball, 3-4 Mann laufen in den Raum rein und du hast halt viele, die eigensinnig auf Biegen und Brechen versuchen, nein, ich mache das alleine, ich schaffe das. So, wenn sie das nicht schaffen, siehst du sofort, Kopf geht nach unten und ja, also das ist auch viel, da die Individualität der Einzelspieler wird nicht auf das komplette Team umgesetzt. Das ist das Problem. Nick, du hast jetzt gerade in deiner verständlichen Erregung leider komplett übersehen, dass ich gerade schon versucht habe, schön alles wieder zu einem Punkt zurückzuführen und so ein Schlusswort zu finden. Aber egal, du hast dann nochmal wieder neu angefangen. Wir müssen jetzt zum Ende kommen, deswegen sag uns doch deine bittere Dystopie, deine Zukunftsvision für das Spiel gegen Paderborn. Ja gut, ich verfolge Paderborn jetzt auch, weil es nah an meiner Heimat ist. Die sind zurzeit nicht ohne. Also das wird ein laufintensives Spiel. Also wenn unsere da nicht mitmachen, kommen sie unter die Räder. Mhm. Weil auch Paderborn viel über die Außen kommen. Mhm. Wenn wir den Michel ausschalten, könnte es was werden. Aber ich sehe da leider schwarz. Ich sage 0-3 Paderborn. Okay. Na gut. Dann danke dir. Für den Anruf und wir hören uns dann nach der Länderspielpause wieder. Ja, mal wieder, lange nicht gehabt. Ja, wird alles gut, alles wird fantastisch. Und wir wollen zum Abschluss, wir haben es eingangs schon gesagt, es passiert nicht so oft, so gefühlt alle 5 Jahre irgendwie, schießt Florent Muslia ein Tor und das muss dann bitte auch entsprechend gefeiert werden. Das wollen wir in der Sendung heute ein bisschen würdigen, deswegen machen wir das jetzt ein bisschen galamäßig, machen das Licht dann auch so ein kleines bisschen runter. Ich gehe schon mal in Position und wir haben auch so, ich muss natürlich mit dem Kabel, wir haben ja jetzt hier, wenn schon, wir haben ja keine Mühen und Kosten gescheut, deswegen haben wir natürlich auch ein Mikrofon mit Kabel. Ich nehme das mal ab. So, dann würde ich sagen, ach, das nehme ich mit, ist besser. Ganz wichtig ist noch die Schlaufe und dann würde ich sagen, Manfred, fahr ab. Viele Menschen fragen, wer ist schuld daran? Warum lassen die Spieler sich nur so viel Zeit? Dann fangen mit der Halbzeit viel zu wenig an. Dabei steht das Glück schon zur Einwechslung bereit. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Mit Florent Muslia, wenn er einmal trifft, dann solltest du hinsehen. Viele Menschen suchen jedes Spiel aufs Neu. Jemand, der das Tor endlich schießt. Und wenn sie schon glauben, er kommt nie vorbei, finden Sie den einen, der unfehlbar ist.
heute oder morgen können sie geschehen. Wunder mit Florent Muslia, wenn er schon mal trifft, dann sollte man hinsehen. Wunder gibt es immer wieder in Hannover, dankbar neigen wir das Haupt. Wunder mit Florent Muslia, wir hier haben immer fest an ihn geglaubt. Das war der Club der Rotlichter. Wunderbar. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dieses Lied war 7-mal dabei und darf nicht wiedergewählt werden. Ich bedanke mich und sage tschüss, Stanley. Tschüss, Niklas. Tschüss, Robin. Macht's gut. Wir sind im Dunkeln, aber wir werden das Licht wiedersehen. Schon bald in 14 Tagen. Bis dann. Ciao. Komm, weh, wer Ich hab Eden nach beiden Sachen alle nachgeguckt. Hier nebenbei an der Rechner.